Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. Ja, letztes Mal haben wir uns hier um diese Access-Modifikatoren hier gekümmert, Private und Public und Internal, aber der ist nicht so wichtig. Und dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie man das so konventionell in C-Sharp macht, dass man hier quasi eine Private-Variable hat, aber irgendwie darauf zugreifen kann, nämlich auch von extern. Gut, und das macht man mit Gettern und Settern, so heißen die Dinger. Ihr kennt die Dinger wahrscheinlich aus Java, aber in C-Sharp wird irgendwie alles anders geregelt. Und deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Also man hat immer so eine Private-Variable, Private int Anzahl Beine zum Beispiel, und sagt dann hier, okay, für Public-Zugriff habe ich hier einen Public int und den schreibt man meistens einfach genau so, nur dass er vorne groß geschrieben wird, also groß Anzahl Beine, das ist ja dann was anderes. Quasi eine zweite Variable, die genau dasselbe tut. So. Und dann haben wir hier so zwei geschweifte Klammern. Und hier kann man jetzt Getter und Setter angeben. Und zwar ein Get, auch mit geschweiften Klammern. Und ein Set, auch mit geschweiften Klammern. So. Und diese Getter und Setter, gut, okay, die tun noch nichts. Der Getter muss logischerweise einen Integer zurückgeben. Der Setter übernimmt was. Ja, der Getter, der gibt uns jetzt quasi die Anzahl an Beinen zurück. Das wollen wir tatsächlich public lassen. Wir wollen, dass alle Leute gucken können, wie viele Beine hat denn unser Hund. Das heißt, wir sagen, okay, return und dann geben wir hier an Anzahl Beine. So, was das jetzt zur Folge hat, ist Folgendes. Wir können hingehen und sagen, okay, wir wollen das jetzt bitte console.writeline. Wir wollen wissen, wie viele Beine unser Hund hat. Punkt Anzahl Beine. Und Achtung, jetzt müssen wir hier auf die große Variable drauf zugreifen, denn die kleine sehen wir nicht, weil die private ist. Und wir können das Ganze jetzt hier lesen. Das heißt, es funktioniert, wir können hier 3 angucken. Aber setzen können wir das Ganze nicht. Denn wir können jetzt hier nicht sagen, Fifi.Anzahl Beine gleich 4. Damit verändern wir bloß die große Anzahl Beine und die ist ja irgendwie witzlos, weil der Setter nichts tut. Da passiert einfach gar nichts drin. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen ein Read-Only. Wenn wir jetzt das hier sogar noch löschen, dann haben wir tatsächlich ein Read-Only. Aber ich glaube, das gibt einen Fehler. Genau, früher ging das mal, aber mittlerweile geht es nicht mehr. Das heißt, ihr braucht tatsächlich hier, oder? Geht es doch? Nee, es geht. Okay, dann haben sie es wieder reingetan. Irgendwie ist es komisch. Ich dachte, sie haben es rausgetan. Also wir können es nicht setzen, denn ja. Wir haben jetzt hier eine Read-Only-Variable, denn die hat nur einen Getter. Wir haben keinen Setter dafür. Sprich, wir können das hier nicht machen. Ja, weil sie schreibgeschützt ist. Wenn wir jetzt hier auch noch den Setter schreiben wollen, dann gehen wir einfach wie folgt her. Wir sagen hier Set und der Setter bekommt immer eine Variable namens Value von dem Typ, der hier oben steht. Das heißt, wir kriegen hier einen Value vom Typ Integer. Und wir können jetzt hier sagen, okay, wir wollen wirklich nur Beine erlauben, die größer als 0 sind. Also if value größer 0 oder größer gleich 0. Von mir aus hat der Hund auch keine Beine, aber er hat auf jeden Fall nicht negativ viele Beine. Das würde nämlich absolut keinen Sinn machen. Wenn der Wert größer 0 ist und der Wert aber auch kleiner als 4 ist, und nur dann setzen wir ihn. Und dann sagen wir, okay, Anzahl Beine, und zwar die kleine Anzahl an Beinen, Achtung, ist gleich Value. Ups, kleiner gleich 4, sonst sind 4 Beine nicht erlaubt. Genau. So, wenn wir jetzt hierher gehen und sagen Großanzahl Beine, dann haben wir ein Problem. Ich zeige es euch kurz. Wir setzen hier jetzt mal die Anzahl an Beinen auf 4 und lesen das Ganze danach. Achtung, wir haben unseren Hund mit 3 Beinen initialisiert. Das heißt, wir kriegen jetzt hier 4 raus. Das heißt, wir sehen auch hier, das hat funktioniert. Wenn ich jetzt hier sage, okay, der Hund kriegt 5 Beine und startet das Ganze, dann hat er nur 3 Beine, weil dann wird der Aufruf einfach völlig ignoriert. Aber man bekommt keinen Fehler von außen. Das heißt, es ist okay, alles ist gut, aber die Beine werden nicht gesetzt. Ja, wenn ich jetzt hier, Achtung, Großanzahl Beine hinschreibe, Achtung, Großanzahl Beine ist das hier, dieses Ding mit den Gettern und Settern, dieses Konstrukt, dann kriege ich ein Problem. Und das Problem sieht wie folgt aus. Ach so, ja, richtig. Ich habe, ja gut, wenn ich auf 5 setze, dann wird es immer noch einfach ignoriert. Wenn ich jetzt hier auf 4 gehe,
und das Ganze aufrufe, dann kriege ich einen Stack Overflow. Das ist eine Fehlerbehandlung, weil das Ganze sich rekursiv irgendwie aufruft intern, was ein bisschen bescheuert ist, aber es ist halt leider so. Das heißt, immer schön darauf achten, dass ihr hier tatsächlich, das ist auch der Grund, warum man das hier braucht, eine Private Variable habt, die ihr hier drin setzen könnt und eine Public Variable, die nur für den Zugriff da ist. Und dann hier wirklich auch nur auf die Private Variable drauf zugreifen, sonst gibt es wie gesagt einen Stack Overflow. Also wenn ihr irgendwann mal einen Stack Overflow habt, guckt danach. Ja, hier setzen wir jetzt logischerweise die Beine, können wir auch mit dem großen A setzen, also tatsächlich dann mit den Gettern und Settern. Wir können hier drin aber auch auf die Private Variable zugreifen. Zum Beispiel hier könnten wir, also mit der hier, mit der Anweisung können wir locker mal über die vier Beine hinauskommen, ohne dass es überprüft wird. Wenn wir das aber nicht wollen, dann sagen wir, okay, wir begrenzen das und wir kommen hier nicht drüber raus. Gut, ziemlich cool. Wird auch oft benutzt und ist eigentlich schon irgendwie sinnvoll. Bei Java macht man das Ganze ein bisschen anders. Falls ihr von dort kommt, habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht. Aber ja, es ist nicht schlecht. Gut, alles klar, dann hoffe ich, ihr habt es verstanden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.